Im Folgenden möchten wir unsere Kritik an Eintracht Frankfurt und dem eingesetzten Ordnungsdienst im Bereich des Gästestehblocks genauer ausführen. Wie bei vielen Stadien gibt es in Frankfurt eine Art Umfriedung des Stadiongeländes, deren Öffnung für Gästefans in der Nähe des Gästeparkplatzes liegt. Hier befindet sich eine Ticketkontrolle sowie eine Körperkontrolle. Gästefans werden dort durch Ordnerinnen abgetastet, wie es in allen Bundesliga-Stadien gang und gäbe ist. Außerdem werden Fanmaterialien durch Ordnerinnen auf Zulässigkeit kontrolliert. Soweit so üblich. Hinter dieser Kontrollstelle befinden sich nach unseren Beobachtungen in der Regel Polizeieinheiten, die das Geschehen beobachten. Hier entzündet sich unsere erste Kritik, da wir keine Notwendigkeit für den Einsatz von Polizeikräften im vereinseigenen Bereich sehen. Dazu kommt, dass organisierte Fans nun durch diese Polizeipräsenz auch noch zum Stadionumlauf geleitet werden, indem sie eng begleitet laufen müssen. Der Grund dafür mag sein, dass das Waldstadion nicht über einen eigenen Gästezugang verfügt und somit eine Trennung von Gäste- und Heimfans gewährleistet werden soll. Dennoch ist es kritisch zu betrachten, dass der privat agierende Verein hier auf die öffentliche Institution der Polizei zurückgreift. Im Bereich des Gästestehblocks angekommen landen die Gästefans in der nächsten Kontrolle, wo sie erneut durch Ordnungspersonal abgetastet werden und ihre Tickets für den Gästestehblock vorzeigen müssen. Dafür werden eigens sogenannte Hamburger Gitter im Bereich des Blockeingangs aufgestellt, die die einströmenden Fans in enge Gassen zwingen, große Staus entstehen lassen und regelmäßig zu kritischen Situationen führen, in denen Fans eingequetscht werden oder stecken bleiben. Die Ticketkontrolle ist nachvollziehbar, um sicherzugehen, dass nur Gästefans mit der entsprechenden Berechtigung den Gästestehbereich betreten. Dass hier jedoch eine erneute Körperkontrolle vorgenommen wird, ist gelinde gesagt eine Frechheit. Das Ziel der Kontrolle ist das gleiche wie draußen vor dem Stadiongelände: verbotene Gegenstände daran hindern, den Block zu erreichen. Vertraut Eintracht Frankfurt seinem Ordnungsdienst am äußeren Stadiongelände nicht? Wozu ist es notwendig, jeden einzelnen Gast vor dem Stehbereich noch einmal zu durchsuchen? Wir kritisieren diese aufstauende und zeit- sowie nervenzehrende Praxis deutlich als ziellose und künstliche Verknappung, die regelmäßig dazu führt, dass Fans erst nach Anpfiff den Block betreten können und so Teile des Spiels verpassen. Außerdem wiederholen sich diese Kontrollmaßnahmen auch während des Spiels, sollte man sich beispielsweise in der Pause etwas zu trinken holen oder zur Toilette wollen und danach wieder den Gästestehblock betreten. Damit ist jedoch nicht genug. Nun kommen wir zum größten Kritikpunkt am Ordnungskonzept für Gästefans bei Eintracht Frankfurt. Hinter der Körper- und Ticketkontrolle im Gästestehblockeingang steht unseren Beobachtungen nach seit Jahren eine Kette an Ordnerinnen, die offenbar willkürlich einzelne Personen für Intensivkontrollen auswählt. Durch ein Deuten mit dem Finger oder sogar durch aggressives Anpacken und Mitschleifen werden Personen, die auf die zweite Körperkontrolle warten, an den Rand des Blockeingangs verbracht. Hinter einer Linie an Ordnerinnen, die Fans daran hindern, ohne Kontrolle den Block zu betreten, stehen außerdem regelmäßig Einheiten der Polizei, die die Situation beobachten. Durch ihre Präsenz wird womöglich auf die Auswahl der intensiv zu kontrollierenden Personen Einfluss genommen sowie begründet, die ganze Situation anlasslos zu filmen. Auch dies kritisieren wir scharf als Beschneidung der Freiheitsrechte betroffener Fans. Die nun zur Intensivkontrolle ausgewählten Fans müssen seitlich des Eingangs ausrangierte Toilettenräume betreten, in denen Intensivkontrollen durchgeführt werden. Was dort geschieht, haben unsere Mitglieder wie folgt beschrieben. Ich wurde von einem Ordner mit verstärkten Handschuhen in den Vorraum einer alten Toilettenanlage geschubst. Noch weitere Fans standen in dem kleinen Flur und warteten darauf, dass sie in einzelne Toilettenräume gebracht werden. Dort angekommen wurde ich erneut durch einen Ordner abgetastet. Ich musste meine Hose, meine Jacke, meinen Pullover, mein T-Shirt und meine Schuhe ausziehen. Alles wurde eingehend gefilzt, sogar die Karten in meinem Portemonnaie. Als der Ordner fertig war, zog ich alles wieder an und erst dann durfte ich in den Stehblock. Ein anderes Mitglied berichtete über die Intensivkontrolle. Ich stand da auch schon mal nur noch in Boxershorts vor dem Ordner. Hätte ich mich geweigert, hätte ich das Stadion verlassen müssen, obwohl ich ja ein Ticket hatte. Betroffen erzählte uns gegenüber ein weiteres Mitglied, mir hat der Ordner bei der Intensivkontrolle richtig in den Schritt gegriffen und zugepackt. Eine andere Schilderung lautet, ich habe mich sehr unwohl gefühlt bei dem Gedanken, mit diesem bedrohlich wirkenden Ordnungsdienst alleine hinter dieser Stahltür zu verschwinden. Das habe ich auch geäußert. Irgendwann dürfte jemand vom Fanprojekt Bremen meine Intensivkontrolle im Toilettenraum beobachten. Aber auch das war eine fremde Person und somit sehr unangenehm für mich. Wir als Grün-Weiße Hilfe kritisieren dieses Vorgehen scharf.
Es ist absolut nicht angemessen, willkürlich ausgewählte Fans dazu zu zwingen, sich in Einzelkontrollen zu begeben. Genauso wenig sie teilweise zu zwingen, sich auszuziehen, um ein Fußballspiel zu schauen, für das sie eine gültige Eintrittskarte und die übliche Körperkontrolle bereits absolviert haben. Dass dies auch noch abseits des kontrollierenden Blicks der Öffentlichkeit stattfindet und darum beispielsweise Griffe in den Intimbereich ermöglicht, setzt dem Ganzen die Krone auf. Wir fordern Eintracht Frankfurt auf, dieses Vorgehen umgehend abzuschaffen. Auch das ständige Bedrohungsszenario durch aggressives Auftreten von Ordnerinnen und dahinterstehende Polizeieinheiten trägt nur zur Verschlimmerung der Situation bei und sollte schnellstmöglich abgebaut werden. Wir möchten alle Werder-Fans darauf hinweisen, ihr müsst euch den Intensivkontrollen nicht beugen. Ihr habt das Recht, Nein zu sagen und das Stadion zu verlassen. Meldet euch gerne bei uns zur Dokumentation, solltet ihr in die Situation gebracht werden, zwischen Intensivkontrolle und dem Verlassen des Stadions zu wählen, obwohl ihr eine gültige Eintrittskarte habt.